Also mittlerweile sind sie wieder. Was? Alter, bitte! Schieß! Auf was wartet's mir? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 beim VfL Osnabrück. Wir treffen heute in Partie 1 auf Frankfurt, Partie 2 dann gegen Leverkusen. Und tabellenmäßig sind wir noch immer auf der 2, ein Punkt hinter Leipzig. Die haben ja im letzten Spiel unentschieden gegen uns gespielt. Und ja, die Bayern ein Punkt hinter uns, zwei Punkte hinter uns Borussia Dortmund. Und so weiter und so fort. Jo. Schauen wir mal, wie es jetzt gegen Frankfurt läuft. Die waren ja so halb in der Krise, oder? Was ich mich so erinnern kann. Denen ist nicht ganz so gut gegangen. Das heute im Deutsche Bank Park stattfinden wird. Willkommen. Wolf Fuß und Frank Buschmann. Mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Und heute zeigen soll natürlich so angenehm wie möglich laufen. Aber mal schauen. Das war wunderschön von Katterbach. Klasse, wie er dahin geht. Ja, okay, das von Werner war. Hat funktioniert, sagen wir so. Mein Gott, was machst denn du? Okay. Alles gut. Und gucke. Ottavio. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Jetzt kann sich was entwickeln. Das war ein wunderschöner Pass. Das war wirklich schön. Schade. Die Lücke ist zu groß gewesen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ha, das war schwach. Da fehlt jetzt Katterbach wieder so ein bisschen hinten. Und da steht es 2:0. Hoppala. Wieso steht denn das so allein? Das taugt mir gar nicht. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Irgendwie steht er da komplett ungedeckt. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Nach 13 Minuten 2:0 hinten sein, ist schon einmal nicht so gut. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Aber dann können sie da doch nichts draus machen. Da fehlt wieder der letzte Pass. Oder der Abschluss. Eins von beiden fehlt. Mir wurscht was. Spiel als Tabellenführer beenden, aber dafür brauchen sie einen Sieg. Und das würde dann natürlich die Ambitionen unterstreichen. Sie haben in diesem Jahr hohe Ziele. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir nicht 3:0 in Rückstand geraten. Alles andere ist für einen späteren Zeitpunkt gedacht. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Chance zum Anschlusstreffer. Das macht er stark. Ja, in den Rücken gespielt. Ärgerlich. Aber passiert. Huskovic. Ja. Wir haben mal angeklopft. So ganz, ganz, ganz leicht. Pass kommt nicht dran. Er geht schön dazwischen. Sehr gut. Nicht so gut. Links, rechts, wohin? Passt. Leute, bitte. Solche Pässe, 2 Meter Pässe bringen wir hoffentlich wieder an beim nächsten Mal. Na geh. Er geht dazwischen. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Hat also nicht gereicht in dieser Szene.
Nun gucke. Das letzte Aufeinandertreffen war irgendwie besser. Ottavio. Ottavio. Komm schon. Perfekt. Den Ball holt er gut verteidigt. Zumindest da haben wir den Ball. Und das war schon wieder mit Ballbesitz. Ach komm, bitte. Jetzt wird's aber lächerlich. Links, rechts, wohin? Koke mit dem Ball. Schön. Der Ballverlust jetzt. Und Gemma. Der Anschlusstreffer vor der Pause wäre super. Oh, das könnte was werden. Und da könnte sogar was draus werden. Schieß doch! Na. Und das ist der Pausenpfiff. So ein... Ja, ich spare mir jetzt jegliche Aussagen, glaube ich. Bis jetzt mies. Aber es gibt nur eine zweite Halbzeit. Sehr stark. Ah, das könnte was werden jetzt. Da kommt die Flanke. War nicht schlecht. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Wie kann man den so schlecht annehmen? Ob dieser Transfer überhaupt zustande kommen würde, aber jetzt ist klar, es hat geklappt. Komm, geh mal. Die Fans freuen sich natürlich. Sie bekommen einen Topmann. Und allzu tief musste der Verein behalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Aber dann verlieren mein Gott, warum war der Pass jetzt so locker? Schön von Elas. Geh bitte! Jetzt wird's aber lächerlich. Schönes hohes Zuspiel. Lauf. Jetzt. Schieß. Werner. Triff! Weiter gefährlich nach dieser Parade. Oh. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Aber dann wird doch nichts. Fall vom Glauben ab, ich schwör's dir. Gute Ballführung. Und das will so, jetzt muss aber einer hinterherkommen. Oh, er trifft die Latte. Hol dir den Ball, hol dir nicht wegfausten. Den kann man auch fangen. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Der nächste Angriff kommt. Nein, nimm doch den Ball mit. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und da hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel. Stark. Aber jetzt bekommen Sie yes, zumindest der Anschlusstreffer. So, jetzt nehmen wir mal Huskovic raus, weil der ist mies heute. Gleich wie... Ja, Bischof bringen wir auch und Hussein Basic für Pass. Pass war doch... Meh. Eher weniger gut. Ah ja, und Sierslim bringe ich für Lazaro. Defensiv vielleicht ein bisschen stabiler, das Ganze. Dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Er geht dazwischen. Glück. Gehört auch dazu. Schieß, schieß. Och, geh. Wieso ist hier das Leben da vorne? Was für eine Rettungstat. Ball ist weg. Da ist er zur Stelle. Süle. So, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen dieses Ergebnis. Wer will es ihnen verdenken? Das ist nicht schön, aber es ist sehr stark. Zweckmäßig. Flanke jetzt. Sie bekommen den Ball nicht raus. Da, da, da.
Schwacher Ball. Nö. Aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Es ist weiter eng in diesem Spiel. 2:1 der Stand. Trotzdem schnell der Blick auf die nächste Partie. Abseits. Der Gegner in der nächsten Partie für Eintracht Frankfurt heißt Borussia Mönchengladbach. Mit einer Leistung wie heute, da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Und es bleiben noch 5 sehr stark. Minuten. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Nimm doch den Ball mit. Wo passt denn du hin? Boah. Es ist zum Verzweifeln. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Schönes Zuspiel hier. Schieß! Auf was wartet's denn hier? Vielleicht der späte Ausgleich jetzt bei diesem Eckball. Auf bessere Zeiten anscheinend. Oh, jetzt werden sie wechseln. Wir hören den Schlusspfiff. Für die Gäste ist es Otavio. Niederlagen können dazu. Also, macht man es einfach gegen Leverkusen besser. Passt. Gehen wir's an. Wird schon gut gehen. Es ist keine ich bin positiv eingestellt. In diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Er ist im Moment fast unaufhaltsam. Bestes. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das letzte Spiel gegen Leverkusen war ja wir werden Sie durch dieses brutal. Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein klasse Spiel werden. Vielleicht können wir ja das ist interessant, trotzdem 3 Punkte mitnehmen. Zu erleben, das könnte ein Highlight werden. Aus dem Studio gibt es Neuigkeiten für uns. Es gab schön. Einen Elfmeter im was macht's denn ihr? St. Pauli bekam hier einen Elfmeter. Ja, und diese Chance haben sie sich nicht entgehen lassen. Der Ball eigentlich nicht sonderlich hart geschossen, aber da sieht man mal wieder, was Präzision ausmacht. Der Ball geht genau in den Winkel. Neuer Spielstand damit 1:0. 3 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Stark. Okay. Der kommt durch. Sehr gut. Noch nicht vorbei. Wo geht denn die Flanke hin? Für den einen zu kurz, für den anderen zu weit. Gratuliere. Ganz enge Geschichte an der Tabellenspitze. Ja, aber das ist doch schön. Richtig schön, wenn es im Titelrennen lange spannend bleibt. Das Tor ist offen. Hat der... Kein Problem, den hat er. Okay. Um 1 Meter zweit, die Flanke. Ja, geht gut. Aha, und das ist kein Foul? Interessant. Muss ich nicht verstehen. Sie klären. Diese Pässe in die Tiefe funktionieren nicht immer so richtig gut. Sambo Anguissa. Am Ball Sané. Pereira. Pass wird sehr schön. Nö, bitte. Zuletzt verlor man auswärts. Heute soll das also besser werden. Da waren sie ja schon nah dran am Unentschieden. Verloren am Ende. Knapp. Nö, bleibt dran. 2:2. Vielleicht klappt's heute mit dem Punkt. Oh, viel Platz jetzt. Wie kommt der so durch? Aus kürzester Distanz. Hm. Na, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt. Hätte auch drin sein können. Aber boah. Das ist halt ein Meister auf der Linie. Der ahnt diese Dinger. Der springt genau im richtigen Moment. Super Parade. Ja, kurz ausgeführt. Weston McKennie. Sie gehen dazwischen. Schön. Wird das eine Torschuss? Da habe ich jetzt keine Anspielstation. K.
Können wir mal auf der Distanz probieren wieder. Ja, hat so gar nicht funktioniert. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand. Ich wollte gerade sagen, die Hertha führt aber nicht, oder? 35 Minuten sind gespielt. Nee. Vielen Dank für die Info. Also in FIFA passiert viel. Wir sind in den ersten 3 Tabellenpositionen, 4 Tabellenpositionen voll dabei. Aber die Hertha wird trotzdem nicht gegen Dortmund in Führung gehen. Das, also so viel Wunder passieren auch nicht. Das Dribbling nach innen. Wie kommt der da? Warum? Warum? Wie steht er da so allein? Oh. Vor allem noch Sané. Es gibt echt sympathischere Spieler. Sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Aber steht da ganz allein. Und, damit haben wir den und genau jetzt vor der Pause. Fahrt bitter. Mhm. Okay. Die erste Hälfte ist damit. Jo! 1 nur hinten. Und jetzt geht's hier weiter. Nicht gut. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt's alle Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der neue Spielstand lautet damit also die Hertha hat einen Ausgleich gemacht. Ich glaube, ich spinne. 48 Minuten. Interessante Info. Dankeschön. Also mittlerweile sind sie wieder. Was? Da ist es. Wichtig. Alter, bitte. Jetzt sind sie hier mit 2 Treffern vorne. Was war denn das für ein Schaß? Wir sehen nochmal dieses Tor. Da ist die Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz. Ach, Gap, bitte. Jetzt hör aber auf. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gut den Ball verteidigt. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Weston McKennie. Ricardo Pereira ist das. Das ist eine gute Ballbesitzquote bislang hier von Bayer Leverkusen. Und auch die Chancen wieso? Sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Wo sind meine ganzen Spieler? Seit einiger Zeit um einen Spieler bemüht und nun wurde vermeldet, dass es geklappt hat. Man hat sich seine unter. Oh, das wird gefährlich. Dann. Das ist fast schon eine bist du deppert. Okay. Tja, da kriegen wir wieder ins Drüber. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert gegen Leverkusen. Ich verstehe es nicht. Führung der Leverkusener nun also schon 3 Tore, deutet also vieles oder vielleicht sogar alles auf einen Sieg hin. Das macht er gut. Da ist die Hereingabe. Was für eine Parade. Abseits. Aber abgepfiffen, abseits. So. Kriegen wir jetzt das 14-0? Sané mit der Chance. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Ist noch nicht vorbei. Fahne ist oben, jetzt aber. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den 3. Treffer für Hertha BSC. Bitte was? Steht hier nun 3-2. Gespielt sind hier 69 Minuten. Was passiert denn jetzt? Für dieses kurze Update. Okay. Das könnte vielleicht was werden. Hereingabe in die Mitte. Die Hertha führt gegen Dortmund. Irgendwas stimmt da so gar nicht. Die Szene damit beendet. Boadu. Boadu. Bleib stehen. Die Flanke bleibt hängen. Was machst du?
Clara, was machst du? Boah, du sitzt im nächsten Spiel auf der Bank. Darauf kannst du schon mal einstellen. Tolle Parade. Und da dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Jetzt bauen Sie Ihr Spiel auf. Mal sehen, ob Sie vorne führen. Und da klingelt's im Kasten. Zumindest der Anschlusstreffer. Dann bringen wir noch... Was nicht. Bringen wir Bischof. Jetzt, wo er gerade das Tor geschossen hat, können wir ihn wieder vom Platz nehmen. Unglaublich. 3-1 heißt es also jetzt. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Gespielt sind 80 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Leverkusen mit dem Wechsel. Komm, geh mal. Regulär sind es noch 7 Minuten. Sehr schön. Da zieht er ab. Flachodimos. Ja, aus dem Winkel. War es ein bisschen übermotiviert, aber... Ecke kommt rein. Ein Versuch war es wert. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war wieder genau. Zwei Niederlagen in Folge schon. Ja. Ja. Ist ein bisschen bitter, aber es ist unser erstes Jahr in der Bundesliga. Und wir sind ganz, ganz vorne dabei. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Ziel ist noch immer unteres Mittelfeld. Also, erstes Ziel nicht absteigen, zweites Ziel unteres Mittelfeld. Ja, also geht das auch voll klar. Schauen wir nochmal auf die Tabelle, wie es da jetzt ausschaut. Wo wir so herumverkehren. Auf der 4. 2 Punkte hinter Dortmund, 2 Punkte vor der TSG Hoffenheim. 4 Punkte jetzt schon hinter Leipzig und 5 hinter den Bayern. Die sind aber auch echt nicht unsere Gegner. Unsere Gegner sind Stuttgart, Union Berlin, Augsburg, Frankfurt, St. Pauli, Hertha. Das sind so unsere Gegner. Alles andere ist so ein kleines, schönes obendrauf. Ja, und das war's wieder für die Folge. Falls ihr gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar da. Abo hilft es natürlich auch immer. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.